Pogala, was Name. Da haben wir einen Zaun, ein Boot. In die Hütte können wir da gehen. Scheune, Brunnen. Geh zu Bett, Olaf. Wir werden uns morgen in meiner Hütte unterhalten. Geh zu Bett, Olaf. Nee, ich geh jetzt nicht zu Bett. Den Zaun hat noch mein Vater gebaut. Könnte ein paar Schönheitsreparaturen vertragen. Das ist mein Zweitboot. Das andere habe ich am See liegen. Das ist mein Zweitboot. In letzter Zeit ist die Scheune eigentlich mehr Schlafsaal für die Mäuse, Kantine für die Katzen und ein Sommerwohnsitz für eine Familie Murmeltiere. Im Moment ist sie leer, aber wenn Alia und ich geheiratet haben, wird sich das ändern. Dann reise ich weniger und werde wieder mehr anbauen. Trotz der Dürre dieses Jahr hatte ich immer genug Wasser. Das ist schon ein guter Brunnen. Griff verlassen. Trotz der Dürre dieses Jahr hatte ich immer genug Wasser. Das ist schon ein... Ja, das ist schon ein guter Brunnen. Haben wir sonst noch was? Wo sollte ich jetzt schon hinwollen? Es ist mitten in der Nacht. Eine Nachtwanderung. Ja, dann gehen wir wieder in die Hütte. Da schmeiße ich eigentlich immer nur meine Klamotten drauf. Das sind fast alles Nachschlagewerke. Ohne die könnte ich manchmal gar nicht einschlafen. Ein paar Schüsseln, ein zerbrochener Krug, ein, zwei Tassen. Dass der immer das Gleiche sagen muss, wenn man da mit links nochmal draufklickt. Wenn der See im Winter zufriert, bade ich da drin. Im Sommer ist es eigentlich nur im Weg. Ich kram doch nicht mitten in der Nacht in dem alten Krempel herum. Noch eine Truhe. Da gehören das Federbett und die Bettbezüge rein. Keine Ahnung, warum ich die habe. Ich mache mein Bett eigentlich nie. Pripogala ist verschwunden. Gehen wir nochmal raus. Eine Bank sehen wir dann hier. Ich habe keine Zeit, hier rumzusitzen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder schlafen. Wo sollte ich jetzt? Ja, ab in die Kiste. Krugel scheint ja ein harter Gegner zu sein. Selbst mit Pripogalas Hilfe kann ich von Glück reden, wenn ich dieses Abenteuer heil überstehe. Vielleicht sollte ich einfach davon segeln. Alia würde mitkommen. Wahrscheinlich. Ich hatte mir immer ausgemalt, wie es wäre, große Abenteuer zu bestreiten. Solche, über die Lieder gesungen und Legenden erzählt werden. Solche, für die mein Vater gefeiert wurde. Und nun bin ich mittendrin. Aber bin ich wirklich bereit? Ich kann mich nicht davor drücken. Mit Krugel abzurechnen und die Schuld an Prinzessin Erea abzutragen, ist eine Frage der Familienehre. Alia wird sicher stinksauer sein. Ich muss ihr morgen früh klar machen, dass ich dieses Jahr nicht mit ihr auf den Jahrmarkt gehen kann. Ich habe einen harten Tag vor mir. Ich sollte schlafen. So. Warum ist denn die Tür offen? Habe ich die gestern Nacht nicht zugemacht? Doch, die haben wir zugemacht. Ich habe keine Zeit, aus dem Fenster zu schauen. Da gehören das
Angelrute. Meine zweite Angelrute. Den Rest meiner Ausrüstung habe ich in der Hütte am See. So. Ein alter zerbrochener Krug. Ein zerbrochener Krug mit Schlüsselblumenmuster. Was mich daran erinnert, dass ich den Kommodenschlüssel darunter versteckt habe. Yay! Schlossdeckel. Das Schloss sieht eigentlich nach nichts aus, aber es wurde von den besten Schlossern im Königreich Greoden gemacht. Verschlossen. Schlüssel, Schloss. Das war ganz schön schwergängig. Ich sollte es ölen, sobald ich die Gelegenheit dazu habe. Die ist schon ob. Ja, mach auf. Öl? Waffenöl. Mein guter alter Wetzstein. Den habe ich eigentlich nicht mehr benutzt, seit ich mir ein Messer mit magischer Schneide leisten konnte. Oho. Ja, sonst haben wir hier nichts. Können wir das Waffenöl fürs Schloss? Sehr gut. Yeah, sehr gut. Wieder zumachen. Schlüssel haben wir nicht mehr, können wir nicht mehr abschließen. Gut. Da schmeiße ich eigentlich immer nur meine Klamotten drauf. Etwas verbranntes Holz von gestern Abend. Das sind hauptsächlich Lexika und Reiseberichte. Schade, dass wir nicht mehr davon aus dem Schloss mitnehmen konnten. Irgendwie sieht das Fenster hier jetzt aber eher nach einer Wand aus. Seltsam, seltsam. Ein in der Tat atemberaubender Ausblick auf den Komposthaufen im Hinterhof. Ein paar Schüsseln, ein zerbrochener. Es ist absolute Zeitverschwendung, nach jedem Essen zu spülen. Viel besser, man wartet, bis es sich auch wirklich lohnt. Wenn der See im Winter zufriert, bade ich da... Ja, das kennen wir ja alles schon. Gehen wir mal in die Speisekammer. Was ist denn jetzt los? Wer zum Geier hat hier ein Vorhängeschloss dran gemacht? Das ist wohl wieder einer von Alias Scherzen. Sehr mysteriös. Messer mal schleifen. Mein Messer hat eine magische Klinge, die niemals stumpf wird. Schön. Bisschen Waffenöl vielleicht. Das wäre völlig unnötig. Okay. Ja, dann gehen wir mal raus. Himmel, schon fast Mittag. Ich muss ja ganz schön müde gewesen sein, dass ich so lange geschlafen habe. Und der verdammte Hahn schläft, anstatt zu krähen. Bist du wenigstens jetzt wach, du alte Nebelkrähe? Wenn du deine Arbeit weiter so vernachlässigst, landest du auf dem Teller. In einem Bett von Paprika mit einer Zudecke aus Dill. Ein Korb? Wo kommt der denn her? Da ist eine Nachricht dabei. Guten Morgen, Schlafmütze. Ich hoffe, du hast schon deine Reise gepackt. Ich habe ein paar Kuchen gebacken und dir welche fürs Frühstück übrig gelassen. Ich habe einige Krüge von dem guten Apfelsaft aus deiner Speisekammer geholt, damit du auf dem Weg zum Markt was zu... What the fuck? Ja. Ein bisschen verbackt, würde ich sagen. Umblättern kann man nirgends. Ausgerechnet heute, wo ich Alia klarmachen muss, dass sie mich nicht begleiten kann, macht sie mir Frühstück. Das gibt Ärger. Eigentlich ist es ja etwas spät fürs Frühstück, aber ich habe echt Hunger. Ich lasse mir mal diese Kuchen schmecken, bevor ich mich zu Pripogala aufmache. Das hat fantastisch geschmeckt, wie immer. Wunderbar. Hier sitze ich abends immer mit Alia und wir malen uns unsere Zukunft aus. Beziehungsweise sie malt aus und ich versuche das Thema zu wechseln. Hier sitze ich abends immer... Beziehungsweise. Ja, das kennen wir. Das war mal ein Besanbaum, bevor er zerbrochen ist.
Ich habe vor, mir ein Kescher daraus zu bauen. Nehmen wir mal mit. Der ist zu groß, um ihn herumzuschleppen. Ich hole ihn, wenn ich ihn brauche. Okay. Das ist mein Zweitboot. Das, ja, das können wir. Und einmal? Das ist der Kübel für meinen Fang. Den will ich nicht herumtragen. Ich hole ihn mir, wenn ich ihn brauche. Nice. Den Zaun hat noch mein Vater gebaut. Könnte ein paar Schönheitsreparaturen vertragen. Mein alter Hahn. Der schläft den ganzen Tag nur und verlässt praktisch nie diesen Zaun. Masek meint immer, der gehört langsam mal in die Suppe. Aber ich bringe es einfach nicht übers Herz. Können wir jetzt in die Scheune? In letzter Zeit ist die Scheune eigentlich mehr Schlafsaal für die Mäuse, Kantine für die Katzen und ein Sommerwohnsitz für eine Familie Murmeltiere. Der ist noch fast neu. Ich frage mich, wie lange der wohl hält. Ich hol mal etwas Wasser. Eimer voll mit Wasser. Leerer Eimer. Klappt nicht. Leerer Korb wahrscheinlich auch nicht. Öl? Auch nicht. Der Eimer ist mit Wasser gefüllt. Ja, schön. An Karrenrad. Das brauche ich jetzt nicht. Aber sollte das mal der Fall sein, weiß ich ja, wo es ist. Nice. So, ich glaube, hier haben wir alles. Verlassen wir mal das Gehöft. Da kommen wir zum Sumpf. Das ist nach Hause, das ist zum Gasthof. Das Nebeltal. Gehen wir mal zum Gasthof. Sie funktioniert wieder. Irgendjemand muss sie gleich nach dem letzten Sturm repariert haben. Ich hatte der Witwe des Müllers eigentlich Fisch versprochen. Aber wie es aussieht, muss das jetzt warten. Wenn ich ihr jetzt welchen bringe, erzählt sie wieder stundenlang Geschichten und ich komme zu nichts. Die Tür zur vollgeramschten Abstellkammer. Das war mal ein Hühnerstall, aber Masek hat alle Hennen verloren, als wir die Marderplage hatten. In dem Jahr habe ich Alia einen neuen Pelzmantel geschenkt. Der Brunnen wird eigentlich nie benutzt, weil gleich hinter dem Gasthaus der Bach fließt. Masek hat ihn vor Jahren angelegt, als Rotbarts Bande während der Sommerdürre immer den Bach weiter oben angestaut hatte und hier nicht mehr genug Wasser ankam. Der alte, unbenutzte Brunnen. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Der Auslegerbauten. Nein. Ein Trog. Der steht hier schon seit Jahren und ich verbinde schöne Erinnerungen mit ihm. Alia und ich haben ihn im Winter immer als Schlitten benutzt. War gar nicht einfach, ihn den Hügel hinaufzubekommen. Aber die Mühe war es allemal wert. Ein hölzerner Trog mit Wasser für die Pferde der Gäste. Halt, Moment, kommen wir hier rein? Abgeschlossen. Wie sollte es anders sein? Dann treten wir mal hier ein. Guten Tag, mein Guter. Schön wär's. Was hast du denn für mich? Alia hat mir Kuchen dagelassen. Ich dachte, ich bringe dir den Korb zurück. Stell ihn neben die Tür. Ich räume ihn später weg. Der Besen ist aus Haselzweigen. Der Besen ist aus Haselzweigen. Reste vom Frühstück. Reste vom Frühstück. Eine Schnur. Eine dünne, aber reißfeste Schnur. Mitnehmen. Kann ich mir ein Stück von dem Seil da ausborgen, mein Guter?
Nimm das ganze Ding mit und bring zurück, was übrig ist. Das ist aber nett. Treppen, da liegt eine Sichel auf dem Tisch. Mörser. Das ist Maseks Mörser, zum Mahlen von Gewürzen, Zucker, Nüssen und weiß der Geier was noch alles. Das ist Maseks Mörser. Ja, kennen wir schon. Knoblauch. Der Knoblauch hängt hier, um den Geruch vom Essig, mit dem Masek die Tische und Bänke reinigt, zu überdecken. Das funktioniert nicht wirklich. Der Knoblauch hängt hier, um den... Ja. Was haben wir da? Nichts. Katzenwelt. Das ist jetzt nicht gerade ein Riese, aber ein größerer hätte eh nicht über die Tür gepasst. Das ist jetzt nicht... Da geht es zu den Gästezimmern. Ja, dann unterhalten wir uns doch erstmal mit dem Masek. So früh schon auf den Beinen? Lach du nur. Ich hatte gestern einen harten Tag und der verdammte Hahn hat heute nicht gekräht. Hol dir einen Jungen und steck den Alten in den Suppentopf. Das sage ich dir schon lange. Mir tut der alte Knabe leid. Außerdem ist sein Fleisch wahrscheinlich zäh. Du willst ein Mann sein? Kannst nicht mal einen Hahn den Hals umdrehen? Was soll man nur mit dir machen? Die Witwe vom Müller war heute Morgen hier und hat nach dir gefragt. Ich hatte ihr Fisch versprochen. War sie arg sauer? Naja, du weißt ja, wie sie ist. Ich gebe ihr später welchen für umsonst. Im Moment muss ich andere Dinge erledigen. Stell dir vor, ich habe ein Vorhängeschloss an meiner Speisekammer vorgefunden. Dein Schloss. Das Fräulein erlaubt sich offenbar wieder mal einen Scherz mit dir. Das habe ich auch sofort gedacht. Jep, ich soll dir ausrichten, dass du mal deine Bude aufräumen sollst, wenn du die Schlüssel finden willst. Ich weiß sowieso nicht, was du mit ihr willst. Du kannst dich doch noch an ihre Mutter erinnern und wie sie mich immer gepiesackt hat. Alia wird ganz genauso, glaub mir. Ich sag dir, sei vernünftig und heirate nicht voreilig. Du weißt genau, was sie mit mir anstellen würde, wenn ich jetzt einen Rückzieher mache. Das kann ich mir wohl vorstellen. Außerdem kann man Gefühlen nicht befehlen und ich kann mir ein Leben ohne deine Tochter einfach nicht mehr vorstellen. Das wirst du schon noch. In ein paar Jahren wirst du es einsehen. Aber dann wird es schon zu spät sein. Aber bis dahin muss ich erstmal meine Bude aufräumen, damit ich an meine Speisekammer komme. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Du kennst doch die Sümpfe im Norden, oder? Klar kenne ich die. Die Kräuter, die ich in meinen Schnaps tue, wachsen da. Manche davon tue ich auch an Soßen. Ich bleibe aber meistens dem Sumpf fern. Diese Sümpfe sind trügerisch. Und alle möglichen Insekten und Monster leben da. Das ist kein Ort für Schwächlinge. Wie geht's denn heute so? Immer das Gleiche. Meine Gelenke tun weh. Ich sehe schwarze Flecken und in mir rumpelt es, als hätte ich Zwiebeln mit Bohnen gegessen. Elendes Leben. Du solltest aufhören, deinen selbstgebrannten Schnaps zu trinken. Dieser, mein selbstgebrannter, ist das Einzige, was zwischen mir und dem Knochenacker steht. Ich wollte Alia besuchen. Ist sie da? Sie ist leider weg. Ich habe sie in die Gärten geschickt, um Apfelsaft zu holen. Ich muss meine Vorräte anlegen, bevor ihr mit dem Wagen losfahrt. Wie es aussieht, fahren wir nirgends hin. Tatsächlich. Es ist etwas dazwischen gekommen, das heißt... Spar dir das für meine Tochter auf. Warte aber damit, bis ich mich dünne gemacht habe. Sie wird stinksauer werden und das muss ich nicht miterleben. Na gut. Weißt du was? Erzähl's mir trotzdem. Aha. Du weißt, wie neugierig ich bin. Was ist passiert? In der Nacht kam eine Frau zu mir namens... Eine Frau? Nachts? Da hast du Alia einiges zu erklären. Warte doch, so ist das doch gar nicht. Hör mir doch erst mal zu. In Ordnung. Erzähl weiter. Also, eine Frau namens Pripogala kam zu mir. Ich muss also zu Pripogala und herausfinden, was ich tun kann. Ich kann Iria nicht einfach im Stich lassen, nach allem, was sie für meine Familie getan hat. Mein Sohn, das Fräulein wird dich kräftig verhauen. Da geht er hin und riskiert seinen Hals für eine fremde Frau. Ich hoffe, sie wird es verstehen. Na, dann viel Glück, mein Sohn. Bis später. Warte, mein Sohn. Ja? Meine Tochter will Gras für die Karnickel schneiden, wenn sie zurück ist. Ich habe ihr versprochen, die Sichel zu schärfen, aber ich habe einfach zu viel zu tun. Und du meinst, das soll ich jetzt für dich machen? Ja, das wäre nett von dir. Es tut mir leid, aber ich hab's auch eilig. Da
Das dauert ja nicht so lange. Und ich muss hier bleiben. Die Holzfäller werden gleich da sein und das Gulasch ist noch nicht fertig. Weißt du, ich habe gerade andere Sorgen als ein Gulasch. Na, das ist doch mal was. Der junge Herr ist auf einer wichtigen Mission und hat nicht mal ein paar Minuten Zeit für den Altvorderen seiner Verlobten. Glaub nicht, dass ich jetzt vor dir in den Staub falle. Na gut, das sollte ja wirklich nicht so lange dauern. Wo ist die Sichel denn? Auf der Bank da drüben. Gut. Dann haben wir... Das ist Maseks Mörser. Ja, da wollte ich gar nicht draufklicken. Da haben wir die Sichel. Eine Sichel schärfen. Als hätte ich nichts Besseres vor. So, wir haben schon den Schleifstein. Geschärfte Sichel. Alia ist noch nicht zurück. Da behalte ich die Sichel lieber noch. Wer weiß, vielleicht brauche ich sie ja. Okay. Können wir hier hoch? Da geht es zu den Gästezimmern. Können wir hier da hoch? Da geht es zu den Gästezimmern. Können wir also nicht hoch, gut. Dann gehen wir hier erstmal raus. Die Taverne und gehen mal Richtung Sumpf.